Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich hoffe mal, dass wir ja, jetzt am besten beide Spiele gewinnen, aber wenigstens erstmal eins, damit wir Gold 30er haben. Ich will Gold 2, verdammt. Und wie gesagt, es wäre geil, mal langsam wieder ein paar extra, etwas schwächere Gegner zu bekommen. Vom Team her sieht es nicht danach aus. Costa im Sturm. Ich glaube, das erste Mal, dass ich ihn im Sturm sehe, sonst ist es immer im Mittelfeld oder ZOM. Gut, ZOM ist auch Mittelfeld. Ach Mann, ey, das rast. Nicht drüber aufregen, was soll's. Kotzt mich trotzdem jedes Mal aufs Neue an, wenn hier Pause gedrückt wird am Anfang, aber ist halt so. Ja, habe ich mit Absicht gemacht, ich wollte einfach nur eine Ecke haben, weil da war niemand, da war sonst niemand. Deswegen musste ich halt irgendwie den Ball dann sinnvoll loswerden. Und manchmal mit ganz viel Glück geht er ja auch rein. Was, hat Manuel Neuer eingewechselt? Ist gerade richtig gehört? Druck am Anfang, aber gut, da riskiert auch immer rote Karten, deswegen vielleicht sollte ich es doch lieber lassen. Aber jetzt hat er auf jeden Fall Angst und wird schneller passen, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Ach, ich sag nichts mehr. Och, danke Tolisso, geil! Komm schon, mal wieder ein Tor nach einer Ecke.
Deckt Orishi irgendwie nicht wirklich. Geil! Aber ah, es ist wie verhext. Es ist einfach wie verhext. So krass unglücklich, wie ich hier laufe. Die ganzen letzten Spiele schon. Ich weiß, das ist einfach Zufall. Es ist halt einfach so, wenn man nicht krass besser ist als der Gegner, dann werden halt einfach super viele Spiele über Glück entschieden. Aber langsam läuft es echt. Also, es läuft ja gerade komplett gegen mich. Ich bin erstaunt, wie ruhig ich immer noch bleibe. Aber es ist echt zum Kotzen. Hätte ich entweder lupfen sollen oder halt den Pass nicht spielen, das war halt schon wieder dumm. Och ey, sinnlos dieser Pfiff. Alaba lag doch schon. Da ist er halt noch gar nicht berührt. Komplett dumm. Ich kann den Spieler nicht wechseln, ich kann nicht laufen, ich kann gar nichts machen. Danke. Das wäre jetzt ein geiles. Ich kann immer noch nichts machen. Ach, mein Controller ist wieder ausgegangen. Warum geht denn der Controller manchmal aus? Was ist denn hier los? Die Batterie ist auch nicht alle. So eine Scheiße. Wenn das mal mitten im Spiel passiert, herzlichen Glückwunsch. Es ist nur ein Spiel. Ich bin wieder ruhig. Sehr geil. Und das wird neuer, ey. Krass, dass der letzte Pass von Bailey durchkommt. Ohne Scheiß, hätte ich nicht gedacht, aber man muss auch mal Glück haben. Und ja, dann macht Arangis ein total unplatziertes, aber trotzdem ein Tor. Schießen ja gefühlt komplett in die Mitte, also knapp am Gegner, am Tor vorbei. So, und jetzt spielen wir ganz genau so ruhig weiter, drehen das Spiel und gewinnen hier verdammt nochmal. Ach, mein Controller ist schon wieder aus. Sind jetzt die Batterien doch leer oder was? Ich wäre erstmal, ich glaube, ich wäre nach dem Spiel. Ne, das kann doch nicht sein, dann würden die ja nicht einfach wieder angehen, oder? Aber trotzdem wäre es mal schlau, Batterien zurechtzulegen, weil wenn dann doch mal die Batterien alle sind, dann kann ich ja nicht mitten im Spiel anfangen, die rauszusuchen. Fällt mir gerade so spontan ein. Da hätte ich dann das Spiel wahrscheinlich verloren. Deswegen, ich müsste mir mal welche zurechtlegen. Ja, hoffentlich finde ich die, ey. Ich weiß nicht, wie ich die hingetan habe. Ich habe mir irgendwann aus Versehen diese Größe gekauft, aber mir nicht gemerkt, wo ich die hingetan habe. Das ist ein blöder abgeprallter Ball gewesen. Zum Glück hat er den Konter nicht durchgehen lassen. Oh, ich schaue jetzt mal in den 40 Sekunden ganz schnell in dem Schrank. Ist schon wieder aus. In dem Schrank in meinem Wohnzimmer nach, ob ich die finde. Oh ja, ich habe sie gefunden. Sehr geil.
Ich weiß halt nicht, ob das jetzt an den Batterien liegt, dass da mal ausgeht, oder? Ja, ich würde sagen, es liegt an den Batterien. Scheiße. Es ist schon wieder ausgegangen. Ich muss mal ganz schnell Pause drücken und jetzt dieses Ding aufreißen. Oh, live hier drin, ey. Ich bin ja voll crazy drauf, Alter. Und muss sie mal auswechseln. Fuck. Komm raus, komm raus. Oh, ich will doch nicht mal nicht raus. Scheiße. Hoffentlich haben die auch noch Power, ey. Nicht, dass die jetzt schon zu alt sind. Okay. Es geht an. Jetzt hoffe ich mal, dass die länger anbleiben. Also der Controller. Ja, sieht ganz gut aus. Mal gucken. Alter, geil. Ich hab so gut wie gar nicht gezockt mit den anderen Batterien. Wer weiß, wie lange diese Batterien von dem Xbox-Controller, die dazu waren, wer weiß, wie lange die schon da rumgelegen haben, dass die jetzt schon alle waren. Schade. Oh, wieder mache ich den Fehler. Zum Glück macht er auch einen Fehler. Ich stopp da immer so oft kurz mit dem Spieler, wenn ich zu dem wechsle, anstatt dass ich halt weiter durchrenne. Das ist so. Leider ist Arangis zu langsam. Aber war trotzdem ein guter Schuss. Schade. Ich denke, den hält nicht jeder. Also ich denke, klar, neuer, aber ich glaube, den wird nicht jeder Torhüter halten. Nachdem Tolisso jetzt in einem Spiel zweimal solche Dinge aufgezogen hat, hoffe ich natürlich, dass er das wieder mal macht. Oh, fuck! Ganze Tempo dadurch verloren. Okay, gute Grätsche. Sinnloser gelupfter Laufpass. Ich wollte halt, dass er den einfach zurückköpft zum Torhüter. Er nimmt ihn halt an. Warum nicht? Eigentlich soll der Origi mal durchlaufen, macht's auch wieder nicht. Was ist denn jetzt wieder los? Na, nicht aufregend, nur ein Spiel. Ich höre wieder auf zu reden, da habe ich auch den Ausgleich gemacht, weil ich schieße da jetzt ins Führungstreffer. Oh, komplett blank, Goretzka, und er macht's nicht. Schaff's nicht mal irgendwie den Ball oder, also zu köpfen oder irgendwas zu machen. Ja, wir haben Glück, dass es 1-1 steht. Es müsste schon lange 2-1 für den Gegner stehen. Es klappt aber irgendwie gerade auch wieder nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ach, ich habe eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr, ey. Meine Statistik ist auch in FIFA 18 viel schlechter als in FIFA 17. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mit FIFA 18 ganz gut klarkommen, aber ich bin definitiv schlechter als in FIFA 17. Sieht man an der Siege- und Niederlageserie. Und ich glaube, es ist doch viel, viel schwieriger, Elite 3 hier zu erreichen in FIFA 18, als ich gedacht hätte. Ich denke,
Das Ergebnis, wo ich 17 Siege hatte, das war schon mit so das Beste, was ich machen konnte. Aber in der Weekend-League habe ich irgendwie auch nicht bei wirklich vielen Spielen das Gefühl gehabt, okay, ihr hättet eigentlich gewinnen müssen oder können oder wie auch immer. Es war fast immer so, dass ich eher das Gefühl hatte, ja, es ist eigentlich ganz okay, dass ich verloren habe. Überlege ich mal aufs 4-1-2-1-2 gehe. Geiler Pass. Sind die gerade an der Nordseeküste? Ich glaube, die haben gerade an der Nordseeküste gesungen. So, jetzt spielt wieder einen Tick besser. Jetzt spielt wieder einen Tick schlechter. Jetzt spielt wieder einen Tick besser. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ich gehe jetzt mal aufs 4-1-2-1-2, scheiß drauf. Oder? Ja. Jetzt hier vielleicht ein Elfmeterschießen, hatten wir ja auch eigentlich lange nicht mehr. Erstmal einen Schluck trinken. Von der Statistik her sieht es gar nicht so schlecht aus, aber hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt. Allein ich jetzt auch wieder verliere. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich dann in Folge verloren habe. Fünf oder so. Oder? Ach nee, Quatsch. Nee, wir haben ja vorhin. Ach nee, wir hatten ja eins gewonnen gehabt. Nee, Quatsch. War Mist. Ist dann, glaube ich, mein drittes. Ach, schade, dass er mich nicht getroffen hätte. Hätte es vielleicht rot gegeben. Och, faul an Alessandrini, wahrscheinlich sogar noch im Strafraum, was wieder nicht geahndet wird.
Oh, fuck. Och nein, nicht so eine Lackerscheiße. Fick dich doch einfach. Meine Fresse. Richtig geil. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich werde also auch das wieder verlieren. Geil. Frag mich echt, wenn ich mal endlich diesen verdammten Sieg für mein Gold 3 bekommen. Es ist also so eine schwere Geburt hat man auch gar nicht. Ich verstehe aber auch nicht, warum die alle so gut sind, die Gegner. Ich meine, ich spiele vielleicht mein bestes Fußball, aber es ist auf jeden Fall nicht das schlechteste. Und Gegner sind alle total anständig, verteidigen gut, haben einen guten Angriff. Super Teams halt auch. Mit richtig krassen Spielern drin. Ich verstehe es einfach nicht. Aber jetzt schon so viel. Also ich spiele so schlecht gerade, oder? Die Statistik ist so kacke bei mir. Es muss doch eigentlich mal wieder schlechtere Gegner geben. Das war auch ein geiler Laufpass. Genau in den Passweg gelaufen, es hat nichts gebracht. Den hätte er ruhig mal machen können. Ich denke, ein schlechterer Torhüter hält ihn auch nicht unbedingt. Schon wieder nicht bekommen. Aber es ist halt auch nicht wirklich unverdient, ne, dass der Gegner führt. Er hat wirklich gute Chancen gehabt. Leider. Ich sage ja, das quänische Glück fehlt dann auch einfach. Machen, was man will. Man kann es halt auch einfach nicht erzwingen. Das geht mir auch so auf den Sack, dass man sein Glück einfach nicht erzwingen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist halt dreimal so gut wie der Gegner. Dann ist die Wahrscheinlichkeit super gering, dass der schlechtere Spieler gewinnt. Ansonsten... Der kann da jetzt nicht abpfeifen! 2 Minuten Nachspielzeit! Alter, das geht mir auf den Sack! Die wurde gerade eben angezeigt erst! Manchmal lässt er Stunden nachspielen und jetzt pfeift er ab, obwohl ich noch im Ballbesitz war, bei gegnerischen Hälfte. So, ey, das gibt's doch. Was ist denn, wie scheiße ist denn das programmiert? Fuck. Oh, schon wieder verloren. Das kotzt mich an. Nächstes Spiel. Gold 2 kann ich mir abschminken. Ich muss jetzt 3 Spiele aus 4 Spielen gewinnen, um Gold 2 zu werden. Ich spiele hier auf Gold 3. Ja, auf Gold 3 spiele ich hier. Komplett. Also so schlecht war es noch nie. Und wenn ich mir überlege, was für... Wie das letzte oder vorletzte Woche lief. Und da habe ich dann noch locker Gold 2 geschafft. Und jetzt hier habe ich jedes Spiel zu Ende gespielt. Also ich habe keinen einzigen Disconnect oder sowas gehabt. Und habe zu tun, dass ich noch Gold 3 hinbekomme. Was ist... Ich bin echt gespannt, wie der Gegner jetzt drauf ist. Ich bin echt gespannt. Wenn er wieder so gut spielt, ich weiß auch nicht, also
Der Gegner hat nicht ultra gut gespielt. Ich hätte auch locker jetzt am Ende noch einen Unentschieden geben können. Klar, okay, das gegnerische Team ist schon mal nicht ganz so krass. Nicht ganz so krass, das gegnerische Team. Mal gucken, wie der Gegner spielt. Ich bin echt gespannt. Ich drehe aber die Heizung ab, weil mir zu warm ist. Ja, die Klappe halten, ey. Kein Bock mehr zu reden. Schusstäuschung wollte ich machen. Okay, also das Gefühl sagt mir, der Gegner ist nicht ganz so gut wie die letzten. Mal gucken. Das war aber auch gerade wieder ein geiler Fehlpass. Spiel aber auch so scheiße, ey. So dumm von mir wieder. Ich sollte echt weniger Schusstäuschungen machen. Die kommen so selten geil bei mir. Ich mache die so oft in einem falschen Moment. Ja, wir hatten den Ball zweimal mit Sokrates. Es reicht halt trotzdem nicht. Gegner bleibt dran und schießt halt das Tor. Scheiß drauf. Ich kann halt machen, was ich will jetzt. Ich sehe mein Pullover, auch wenn immer noch zu warm ist. Fuck. Ist halt egal, wie gut oder schlecht der Gegner spielt. Er muss halt einfach nichts machen, außer dumm durch den Strafraum laufen. Er bekommt den Ball sowieso wieder. Ist einfach so. Komm, wir schenken den Gegner Siege. Ja, schlecht verteidigt vom Gegner. Ich hatte gerade mal Bock, auch einfach mal dumm und stupide durchzurennen und gucken, ob es klappt, aber es hat nicht geklappt. Toller Pass von Arangis. Nice luck. Das hat er geil gemacht mit seinen sinnlosen Schusstäuschungen. Der Gegner ist echt nicht gut, ne? Aber anscheinend bin ich gerade schlechter.
Ich sehe es schon kommen. Der Gegner wird keinen Turm mehr schießen, wir aber auch nicht. Und deswegen gewinnt er einfach. Mit diesem sinnlosen 1-0. Boah, wenn der Gegner gut spielen würde, ich hätte wahrscheinlich schon 3 Tore gefressen oder so. So, diesmal habe ich den Fehler mit der Schussteilung nicht wieder gemacht. Einfach übers Dribbling und bums aus. So, ich habe mich wieder ein bisschen gefangen, glaube ich. Jetzt glaube ich wieder an den Sieg. Come on, der Gegner ist echt nicht gut. Also wenn ich gegen den anderen verliere, dann herzlichen Glückwunsch. Wir müssen einfach das Spiel drehen. Krasser Kopfball und krasser Parade von Donnarumma. Er hatte gehofft, dass sich Werner mal schneller fallen lässt, hat aber nicht gemacht und dann gibt es nicht mal die Ecke. Aha. Da auf außen, da machen die Schussdeutungen Sinn, in der Mitte fast nie. Manchmal im Strafraum, weil man dann auch eventuell einen Elfmeter provoziert. Das sind eher so Icardi-Schüsse, sag ich mal. Die macht Icardi, hat Icardi gerne reingemacht. Aber ich habe einfach scheiße gezielt. Kurz angetäuscht und dadurch hat er zu zeitig geschossen und auch nicht flach. Also ich weiß, ich kann das Spiel verlieren, weil es kann ja so weitergehen und ich schieße kein Tor und dann hat der Gegner halt gewonnen. Aber vom Prinzip her muss ich es eigentlich noch drehen, weil ich bin auf jeden Fall besser als der Gegner. Und habe jetzt, denke ich, auch wieder ein bisschen gefangen und spiele wieder anständiger. Hatte gute Chancen, gute Halbchancen, keine hundertprozentige, vielleicht kriegen wir noch eine hin. Ja! Das war eigentlich auch nur eine halbe Chance, weil es ein ultraschweres Tor war. Geiler Pass, krass, dass der ankommt. Geiler Schuss, krass, dass der reingeht. Nur auf Schießen gedrückt und er hat ihn alleine so flach ins Kurze gemacht. Sehr geil. Arangis, Arangis, Arangis. Aber auch der Pass vorher von Werner auf Bailey war krass. Okay, der Pass war getunnelt, sehe ich gerade. Also auch wieder ein bisschen lucky. So, und jetzt drehen wir das Spiel, machen noch ein Tor. Aber die Origi-Flanken hat ja auch gestimmt, also die Richtung, aber leider war Lukaku dann da. Oh, ist so schön, mal wieder gegen einen leichteren Spieler zu spielen. Ist halt auch nicht so anstrengend, ne? Oh, krass, da geht trotzdem rein. Krass. Das war natürlich auch lucky. Jetzt bin ich mal gespannt, der Gegner wird noch nicht direkt aussteigen, denke ich, da wird irgendwas ändern. Krass. Das war krass.
dass er trotzdem reingeht. Ich wollte auch nicht zu ihm passen, ich wollte rüberlegen zu Bailey, aber Hauptsache er kommt an dabei und geht dann auch rein. Also es war auf jeden Fall auch ein Lackertor, ich gebe es zu. Hoffentlich zählt nicht als Eigentor. Weil er wäre ja trotzdem, er wäre auch so rein, ne? Ne, es zählt als Tor von Tolisso, sehr gut. Ach nee, Quatsch, oder? Ach, keine Ahnung, sehen wir nach dem Spiel. So, und damit haben wir jetzt Gold 3, wenn wir das gewinnen, wenn wir das gewinnen. Vorsicht. Haben wir Gold 3 sicher und danach könnten wir ganz befreit versuchen, aus den restlichen 3 Spielen 2 zu gewinnen, um dann noch Gold 2 zu schaffen. Gut. Och, wieder laufe ich ins Aus. Ich sage, das passiert mir in letzter Zeit zu oft. Also es ist eigentlich ein Zeichen dafür, wenn ich ins Aus laufe, ist ein Zeichen dafür, dass ich nicht konzentriert genug spiele. Aber ich kann es gerade nicht besser spielen. Also ich weiß, dass ich gerade nicht mein bestes Spiel abliefere, aber es geht einfach gerade nicht besser. Ich kann auch nicht mal so richtig erklären, wieso. Ich fühle mich eigentlich gut, fühle mich eigentlich recht fit, wach. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich gerade einfach mental nicht auf der Höhe, ich weiß es nicht. Schön umgesäbelt. Hatte ich gerade Bock drauf, sorry. Ja, das war interessant. Schöne Variation. Krass, Bailey, keine Ausdauer mehr. Er verbläst den trotzdem komplett. Aber jetzt holt uns der andere leider ein, aber Arangis, dieser Unmensch, bringt den Gegner dazu, dass er direkt abbricht. Krass, dass er da den, oh mein Gott, dass Arangis den reinmacht. Vorlagen, zweimal Bailey, auch wieder krass. Und Arangis macht 3 Scorerpunkte in einem Spiel, nice. Eieieiei, das ist dann auch noch so eine halbe Vergewaltigung geworden am Ende. Gold 3 und jetzt befreit einfach die letzten 3 Spiele runterrotzen in der nächsten Aufnahme. Wenn ich 2 verliere, kann ich das dritte lassen. Ansonsten. Aber ich sehe es schon kommen, wie es halt meistens so ist. Passt auf, jetzt gewinne ich die nächsten beiden Spiele gewinne ich jetzt in Folge und dann frage ich mich wieder, hä, wieso hast du nicht die ganze Zeit so gespielt? Irgendwie so ist es immer so. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ach ja, und William hat sich gut angefühlt, aber hat noch keinen Scorerpunkt gemacht. Mal so nebenbei. Aber er hat sich besser angefühlt als Philippe Andersson. Aber das haben sich schon andere Spieler geil angefühlt und haben nichts gemacht. So, wie viele Scorerpunkte hat ein Bailey jetzt eigentlich? 16 in 45, das ist immer noch gut und wir müssen mindestens 5 Spiele abziehen. 16 in 20 ist auch überragend. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.